Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Ja, im letzten Part, da waren wir wieder in der Wobbywabba-Wüste unterwegs und haben total versagt. Und ja, da machen wir gleich mal weiter mit dem Versagen. Ja, egal. Hoppala. Und schon sind wir da wieder drin. Das ist gut, dass wir da gleich reinkommen. Da muss ich nicht so ewig rumlaufen. Hopft los, ihr Dinger. Ja, Dinger. Ja, yeah, wir haben es gerade noch geschafft. Huh. Geh weg. Ich habe eine Mission zu erledigen. Ich muss die Welt retten. Oder auch nur Prinzessin Peach. Egal, ist doch beides gleiche. Also beides unwichtig eigentlich. Aber egal, egal. Was? Nein, Prinzessin, du bist nicht unwichtig. So, rushen hier mal durch. Whee. What the fuck, was geht mit dem jetzt ab? Tschüss. So. Wir können uns eigentlich gleich mal da runterfallen lassen. Fuck. Nicht hier runter, aber egal. Ja, egal. Egal, dann müssen wir halt nochmal hoch. Ah, so schnell geht's wieder los. So, aber erstmal ein paar Dinger killen und los geht's. Komm halt her, put, 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 put. Haha. Genauso viele gekillt, wie ich brauche. Yay! Okay. Die 100 Münzen in jedem Level hole ich mal wann anders. Das mache ich in einem Part am besten immer so. Beziehungsweise nacheinander. Wenn ich hier fertig bin, werde ich das wahrscheinlich machen oder so. Und das zweite Mal Bowser besiegt habe. Bevor ich da hochgehe, werde ich überall nochmal die 100 Münzen zusammensuchen und so. Und ja. Okay. So, schnell, komm. Und du gehst sterben. Genau. Fuck, zu spät. Fall runter. Yay. Yay. Und schon sind wir fast oben. Und die können jetzt rennen, wie sie wollen. Die werden mich nicht erwischen. Denn die können nicht klettern, die haben keine Arme. Und runterfallen lassen. Diesmal etwas mit mehr Gefühl. Komm, hol dir die Münze da, los. Ja. Yeah. So, und jetzt, komm Mario, komm, das schaffst du. Oh, würde sich die Kamera nicht immer hier hin und her bewegen, dann wäre es viel leichter für mich hier zu lenken. Aber gut. Wir wollen uns ja hier nicht beschweren, ne? Ah, verdammt. Oh, es ist schwer. Ich will um die Ecke. Oh. Oh. Hier ist nichts, okay. Gut. Und nochmal. Und zack, zack. Oh. Und nochmal. Zack, zack, zack. So. Ah! Oh, jetzt geh doch mal hoch. Ja, danke. Das hätte ja eigentlich kommen müssen. Egal. Wo sind wir denn gerade? Hallo! Das sind wir also. Okay. Du weißt, was das heißt. Gute Nacht, Mario. Gute Nacht, habe ich gesagt. Wie habe ich nicht gute Nacht gesagt? Warum schläft er nicht? Egal, egal, egal. Jetzt können wir losrasen. Jetzt ist genug geschlafen. Jetzt willst du schlafen? Ah, vergiss es. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. So läuft das hier nicht, aber... dreh dich mal um. Hallo? Also ich habe hier Mario 64 DS daheim. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Steuerung ist jetzt sowas von scheiße. Beziehungsweise schwer. Ich komme kaum zurecht. Bei den Geistern, ey, ich bin beinahe fünfmal verreckt oder so. Bevor ich Big Boo besiegt hatte, ne? Und das hatte ich vorher nie. Also so oft besiegt zu werden. Puh! Haha! Du sollst hier kein Gymnastik machen, du sollst hier die Welt retten, beziehungsweise Prinzessin Peach. Uah, ich habe nichts mehr gesehen wegen diesem dummen Käfig, der da im Weg ist. Das heißt, lassen wir uns aber erstmal hier runterfallen. So. Uah. Jetzt schauen wir nochmal ganz vorsichtig, wie weit ich da eigentlich rüber muss. Okay. Ein bisschen so. Uah.
Ich hab's gerade so geschafft. So, wo muss ich denn da hin? Hier. Bam! Okay. Autsch, und es tat bestimmt weh. Fuck. Okay. Okay, und jetzt hier runter. Beziehungsweise hier runter. Schnell, hol dir den Stern, Mario. Schnell, komm, der Stern ist da drüben. Ist das überhaupt der richtige? Also, ich sehe keinen anderen Stern hier und ich wüsste auch nicht, was sonst ein Pyramidenpuzzle sein soll. Yeah, wir haben ihn. Und wir stehen auf dem Treibsand und gehen nicht unter. Here we go, yeah. Das ging ja doch dieses Mal relativ gut, Gott sei Dank. Pyramidenpuzzle, ich weiß ja nicht, was daran Puzzle ist, aber gut. Speichern und weiter. Haben wir da jetzt alle? Ja, scheint so. Geheime Sterne haben wir 7. Bob-omb Swampberg haben wir. Oh, Piratenbucht-Panik fehlt noch einer. Den machen wir am besten gleich. Ja. Bevor wir zu Bowser gehen, machen wir den letzten Stern in der Piratenbucht-Panik noch. Oh, du schon wieder? Ah, verdammt. Der Hase. Fang den Hasen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber wir fangen ihn einfach mal. Verdammt. Du musst dir schon mehr Mühe geben, Mario. Ha, ich habe ihn. Okay, sehr schön. Nein, 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 nicht du schon wieder. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit, über Sterne zu quatschen. Hier, nimm ihn und lass mich runter. Ich habe noch wichtige Geschäfte zu erledigen. Dankeschön. Ha, noch ein Stern. Sehr schön. Bam. Und noch ein Geheimstern des Schlosses. Sehr schön. Ja, natürlich. Unglaublich, du hast einen weiteren Stern erhalten. Er verleiht dir zusätzliche Kräfte. Spielstand speichern? Ja. Und was sagst du jetzt? Oh, jetzt kann man rumtragen. Ich hab nen Hasi. Yeah. Oh mein Gott, ich hab nen Hasi. Kann man damit auch rausgehen? Oder kann man ihn grillen? Will ich nicht versuchen. Ich hab nen Hasi. Schau mal, ich hab nen Hasi. Okay, damit können wir nicht raus. Bleib hier stehen, Hasi. Viel Spaß. Tschüss. Da, da, da. Ich hab nen Hasi gehabt. Haha, und ihr nicht. Jetzt gehen wir aber erstmal zur Piratenbucht-Panik. Und dann dürfte das soweit passen, oder? Dann fehlen mir nur noch die Sterne, die man bekommt, wenn man 100 Münzen sammelt. Aber das mache ich, glaube ich, wirklich erst, wenn ich Bowser das zweite Mal besiegt habe. So, hier müssen wir rein. Ja, perfekt. Und halt die Sterne von dem... Von zwei Schalterpalästen oder von einem? Ich glaube, nur von einem fehlt mir. Ansonsten habe ich alle. Ich bin mir nicht sicher. Wenn euch was auffällt, dann könnt ihr es mir natürlich gerne sagen. Ist kein Problem. Bäm. Oder? Laufe durch den Strudel. Ja. Komm, lauf. Soll ich denn das überhaupt bis dahin schaffen? So lange hält die Mütze doch nicht an. Fuck. Sag ich ja, so lange hält die Mütze nicht an. Gibt's da nicht noch eine Mütze irgendwo? Ach, da oben. Aha. Aha, aha, aha. Sehr schön, dann gehen wir gleich mal hier hin und holen hier die Mütze. Bam. Bam! 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 Ja, zieh dich endlich hoch, du Kleiner! Yep. Here we go! Oh fuck, wir landen auf dem Aal drauf. Wow, es ist knapp. Ja, gerade noch geschafft. Oh Gott sei Dank, ey. Puh. Ich habe gerade schon die ganze Zeit die Luft angehalten, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Speichern dann weiter. Jetzt haben wir alle. Okay, jetzt können wir zu Bowser gehen. Mein Lieber, du wartest sicher schon auf mich. Okay.
Alles klar. So, dann gehen wir mal da rein in die große Tür hier. Guten Tag, Bowserchen. Bam, 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 bam. Die Tür war aber ein bisschen weiter rechts, ne? Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Die war ein bisschen weiter rechts, aber gut. Oh Gott, was ist das hier? Eine weitere Wand. Wilde Wasserwerft. Entere Bowsers U-Boot. Also, wir müssen erstmal das hier machen. Bevor wir da zu Bowser kommen. Okay, wir müssen Bowsers U-Boot entern und dazu müssen wir woanders hin. Nämlich nicht hier hin. Das ist nämlich nicht hier. U-Boot. Bowser ist im U-Boot. Bowser hat ein U-Boot? Oh mein Gott, ich bin neidisch. Ich will auch eins. Ich finde es übrigens echt krass, dass man sich mit Schwimmen so gut heilen kann. Denn jedes Mal, wenn ich kurz vorm Tod bin, springe ich einfach ins Wasser und atme. Voll genial. Boah, okay. Da hoch mit uns. Da ist also das U-Boot und ich sehe den Stern. Ich sehe den Stern. Haha, haha. Tja. Dann würde ich sagen, machen wir das Level auch zuerst, bevor wir zur Base gehen. Schon der Vollständigkeit halber. So. Wuhu! Wuhu! Okay. So. Sind wir dann gleich oben. Hui! Hallo, Bowser! Schauen wir uns das Bild mal von ihm an. Ja, gut getroffen. Ja, sehr schön. Hast einen guten Maler engagiert hier, hm? Kann man mal so sagen hier. Bam! Und schon haben wir den Stern, mein Lieber. Bestleistung mit 9 Münzen. Okay, speichern wir weiter. Nee, da gehen wir noch nicht rein. Wir gehen jetzt erstmal in die Wasserwerft. Wilde Wasserwerft. Ohoho. Wir wollen ja hier schließlich gleich mal alles erledigen. Was haben wir denn hier? Öffne die Truhen. Ach, die sind hier unten, ne? Okay. Was sind denn das für Viecher? Hier sind aber ganz schön viele komische Viecher an Unterwasserwesen. Oh, wahrscheinlich ist das die falsche Truhe. Ja. So, ein bisschen hoch. Münzen ergattern. Oh oh. Wir sollten aber vorsichtig sein hier. Ah 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 ah. Nein, 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 nein. So, ein bisschen runter. So, jetzt brauchen wir aber wieder Münzen hier. Ist das jetzt die richtige Truhe? Nein. Okay, wir sollten mal nach oben gehen. Ganz schnell. Oh oh, da ist ein Hai. Der macht mir Angst. Wehe, der greift uns an. Ich hoffe einfach mal, dass die uns jetzt in Ruhe lassen, die Viecher. Seitdem habe ich gerade ausprobiert, die Truhe. Da müsste sie da sein, eventuell. Bin mir aber nicht sicher. Immer die Truhen unter Wasser, ey. Mario, schwimm nicht in den... Ja, perfekt. Okay, jetzt müssen wir nur noch die zweite Truhe finden. Also die bei der Muschel ist die erste. Merkt euch das. So, die hier. Hallo, ich will die Truhe öffnen. Ah! Gott. Bis ich da bin, bin ich verreckt, oder was? Fuck, falsche. Okay, gehen wir nochmal hoch an die Oberfläche. Ganz schnell, bevor ein Hai oder so kommt. Uha. Schnell, 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 schnell. So. Okay, bei der Muschel war die erste. Was sind hier für komische Wesen eigentlich? Gut, hier war die erste.
Nehmen wir uns die mal hier. Ich habe da gerade was gesehen. Okay, sehr schön. Immer schön am Boden entlang. Zur nächsten Truhe. Genau, das dürfte die sein. Perfekt. Okay. Und zur nächsten. Immer schön am Boden schwimmen, denn ich glaube, da kommen die Haie nicht hin. Da ist die nächste. Sehr gut. So, wo ist jetzt die letzte? Hier nicht. Aber geht mir auch gerade zu krass hier. Okay, da war die letzte. Nein. Die letzte war, glaube ich, hier, ja. Hallo? Ah! Ich brauche erstmal hier die Münzen. Gehen wir mal kurz hier rüber. Und da können wir dann nämlich direkt auf die Truhe zusteuern. Wenn wir hier hingehen. So. Vorbei an diesem Hai. So. Da ist der Stern. Und jetzt müssen wir ganz schnell schwimmen, bevor wir da wieder rausgezogen werden. So, komm. Bisschen noch. Hä? Was ist denn jetzt los? Komm. Ja, yeah, jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Ah, das war gerade ein Gefriemel hier. Hin und her und plötzlich waren wir unten und was weiß ich. Schlimm. Okay. Speichern dann weiter. Aber wir machen an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.